Eine ganze Eisenbahn in alle ihre Einzelteile zu zerlegen und nach den Reparaturarbeiten wieder richtig zusammenzubauen, steht für die Mitarbeiter der Aachenseebahn jährlich auf der To-Do-Liste. Dabei ist höchste Konzentration gefragt, damit sich die Fahrgäste auf die Sicherheit der Oldtimer verlassen können. Als öffentliche Eisenbahn unterliegen wir natürlich strengen, also rechtlichen, gesetzlichen Bestimmungen, die eben auch im Bereich der Fahrzeuge es erfordern, dass wir unser Rollmaterial, unsere Dampflokomotiven aus dem Jahre 1889, unsere Wagen jährlich warten, überprüfen, revidieren, um sie wiederum betriebssicher in die nächste Fahrsaison zu schicken. Besonders wichtige Bauteile, wie zum Beispiel die Hauptantriebswelle, werden sogar mit Ultraschalltechnik auf Harrisse geprüft, um ein Materialversagen frühzeitig erkennen zu können. Ein Wagenzug auf der Aachenseebahn wiegt in Summe doch 30 Tonnen, das ist sehr viel. Und über eine Gefälle oder eine Steigungsstrecke, je nachdem wie man sieht, von 160 Promille, ist natürlich die Betriebssicherheit, die Funktionsfähigkeit der Bremsanlagen, die Funktionsfähigkeit des Fahrwerkes an sich von absoluter sicherheitsrelevanter Bedeutung. Die Mitarbeiter in der Werkstatt sind in den wärmeren Monaten des Jahres auch teilweise als Lokführer beschäftigt und wissen, wie wichtig die jährlichen Revisionsarbeiten sind. Interessant dabei ist naturgemäß, dass die hohe Präzision ja auch 1889 notwendig war. Und dort ist es allerdings noch nicht mit Strom gegangen, wie man in unserer historischen Werkstätte, die wir erhalten haben, natürlich sehen kann, die entsprechend noch Werkstattmaschinen aus der Gründerzeit hat, wo eben der Dampf das Maß aller Dinge war, über den Dampf die Energie erzeugt wurde, über Transmissionswellen praktisch, Drehbänke, Fräsen, Bohrer, Sägen und so weiter entsprechend angetrieben hat. Bis zum 1. Mai sind die vier Eisenbahnen dann wieder zusammengebaut und voll einsatzfähig.